Der Sturm auf das US-Kapitol. Er ist einer der Angeklagten. Es war der patriotischste, der schönste Tag meines Lebens. Heute tourt er mit seiner Geschichte. Du bist mein Held. Wie tickt der Angeklagte? Das erzählt euch die Lügenpresse. Und was hat die Trump-Bewegung jetzt vor? Und wenn wir die ganze Regierung stürzen müssen, ich bin bereit zu sterben. Das hier rechts ist mein Kollege Ibrahim. Und das hier hinter der Kamera bin ich, Jonas. Wir sind 3 Tage abgetaucht in eine Parallelwelt, von der wir euch erzählen möchten. Wir sind in Montana, im Nordwesten der USA. Hier treffen wir gleich einen, der Mainstream-Medien verachtet. Deshalb hat uns überrascht, dass er sich von uns begleiten lässt. Ankunft am Flughafen in Montana. Coy Griffin ist eigentlich Lokalpolitiker. Doch seit er beim Sturm auf das Kapitol dabei war, tourt er durch die USA. Für das FBI ist Griffin ein Straftäter. Er glaubt, er habe das System verteidigt. Und so sehen das auch die 2 Republikanerinnen, die ihn abholen. Cindy rief mich an. Er kommt nach Montana. Und ich so, du hast ihn einfach so angerufen? Ich konnte gar nicht glauben, dass ich deine Nummer gefunden und dich erreicht habe. Wir haben uns schnell gefunden. Schon nach einer halben Stunde Autofahrt haben wir verstanden, Griffin ist für sie nicht irgendwer. Er gründete die Organisation Cowboys für Trump. Der Präsident lud ihn sogar ins Weiße Haus ein und Griffin durfte stolz mit ihm posieren. Griffin hat also den Mann getroffen, den sie hier noch heute als ihren Präsidenten ansehen. Du hast also Präsident Trump getroffen? Ja, es war unglaublich. Am 12. September 2019 lud er mich ins Oval Office ein und ich saß mit ihm an seinem Schreibtisch. Ich nehme an, er ist herzlich und freundlich? Es war klasse, aber es war auch kein warmes, freundliches Treffen. Er ist einfach ein Tier. Er ist durch und durch Geschäftsmann und ich konnte einfach die Energie spüren, die von ihm ausgeht. Und wegen Trump flog Griffin auch nach Washington, als die Wahl von Joe Biden besiegelt werden sollte. Der 6. Januar 2021. Trump-Anhänger dringen in das Kapitol ein. Videos zeigen erschütternde Szenen. Trump hatte kurz zuvor noch eine Rede in der Nähe des Kapitols gehalten. Wenn ihr nicht wie wild kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben. Im Kapitol eskaliert die Situation. Abgeordnete fliehen. Die formelle Bestätigung der Wahl von Joe Biden wird unterbrochen. Inmitten der Randalierer draußen steht Coy Griffin. Wir gehen nirgendwo hin. Wir lassen uns die Wahl nicht klauen. Wir erobern unser Land zurück, koste es, was es wolle. Wenige Meter von Griffin entfernt kämpfen Polizisten verzweifelt um eine letzte Barrikade. Diese Tür. Sie sind in Lebensgefahr. Am Ende dringen Randalierer bis in die Senatskammer vor, das Herz der amerikanischen Demokratie. Griffin sagt, er sei nicht im Gebäude gewesen, will keine Gewalt gesehen haben. Doch nur einen Tag später machte er in einem später gelöschten Video eine eindeutige Kampfansage.
Wir könnten eine Demo für das Recht auf Waffen auf denselben Stufen abhalten, auf denen wir gestern waren. Und wenn wir das tun, wird das ein trauriger Tag, denn es wird Blut aus dem Gebäude fließen. Wir kommen in der Kleinstadt Hamilton an. Griffin soll hier eine Rede zum Sturm auf das Kapitol halten. What time does it start this evening? Gerade ausgestiegen treffen wir schon auf Griffins nächsten Fan. Brad Cheetah. Coy Griffin. Ich habe dir eine E-Mail geschickt, falls du einen Schlafplatz gebraucht hättest. Ich bin der verrückte Typ, der Fremde bei sich aufnimmt. Erst später finden wir heraus, wer der Mann ist. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Danke, Brad. Schön, hier zu sein. Wir reden später weiter. Ein echter amerikanischer Held. Na, hören Sie doch auf. Ich will einfach Ihre Hand schütteln. Sie sind mein Held, Mann. Wir fragen uns, wo sind wir hier gelandet? Was wir wissen, viele Anhänger der Republikaner verherrlichen den Sturm aufs Kapitol bis heute. Byron, ist mir eine Freude. Mary, ist mir eine Freude, Mary. Wie geht's? In Umfragen spielen mehr als die Hälfte der Trump-Wähler die Vorfälle beim Sturm auf das Kapitol als Patriotismus herunter. Diese Veranstaltung hier organisiert eine Gruppe republikanischer Frauen. Thema des Abends, die vermeintlich gestohlene US-Wahl. Theresa Manzella moderiert die Veranstaltung. Sie sitzt, zu unserer Überraschung, im Senat von Montana. Und wir finden raus, auch der Mann, der Griffin einen Schlafplatz angeboten hatte, ist Abgeordneter des Bundesstaates. Wie viele hier glauben, dass die Wahl gestohlen wurde? Viele, viele Hände gingen gerade hoch. Sehr gut. Dann kündigt sie Coy Griffin an. Ich kann mich wirklich mit ihm identifizieren. Er ist am 6. Januar nach Washington gereist und irgendwo hochgeklettert. Er hat sich das Megafon von jemandem geliehen und mit ein paar tausend Leuten gebetet. Und dafür wurde er ins Gefängnis gesteckt. Also, hier kommt er. Danke, Theresa. Setzt euch. Setzt euch. Vielen Dank. Das ist echt toll. Als Präsident Trump am 6. Januar Patrioten dazu aufrief, nach Washington D.C. zu gehen, sagte ich, du kannst auf mich zählen, ich bin bereit. Ich folgte der Führung des Herrn und so kam ich direkt vor das Kapitol und schaute mich um. Noch nie in meinem Leben habe ich so viele Menschen gesehen. Es war der patriotischste, der schönste Tag meines Lebens. 11 Tage nach den Geschehnissen, von denen er hier schwärmt, nahm die Polizei Griffin fest. Die Anklage, Hausfriedensbruch und Behinderung der Wahlbestätigung. Er sieht sich als Opfer, weil er 3 Wochen inhaftiert wurde. Ich glaube an die Todesstrafe und ich glaube an Zwangsarbeit. Aber jemanden so wie mich in einen Käfig zu sperren, das war unglaublich grausam. Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Alles, was wir tun müssen, ist unserem Glauben zu folgen, den Kurs zu halten, zu lächeln und niemals aufzugeben. Danke für eure Zeit. Vielen Dank. Segne euch. God bless you. Danke, Theresa. Für die Leute hier scheint klar, der Sturm auf das Kapitol ist nichts, was verfolgt oder bestraft gehört. My heart is breaking
Es bricht mir das Herz, all die Patrioten zu sehen, die eingesperrt sind, ohne Kaution, ohne Anklage. Das verstößt gegen die Verfassung. Die Kriminellen in Washington sperren unschuldige Opfer ein. Es ist eine völlige Umkehrung der Realität. Aber wir hören solche und ähnliche Behauptungen an diesem Abend immer wieder. Und uns fällt auf, auch die Abgeordneten verherrlichen Griffin. Ich denke, Coy ist ein Held und er ist standhaft geblieben und hat die Regierung herausgefordert. Coy sagte, er sei nicht ins Kapitol reingegangen. Er war keiner von denen, die reingegangen sind. Verurteilen Sie die, die reingegangen sind? Verurteile ich die, die reingegangen sind? In den Videos, die ich gesehen habe, haben die Polizisten die Leute reingewunken. Fakt ist, Polizisten versuchten, die Trump-Anhänger aufzuhalten. Unter Lebensgefahr. Mein Gedanke war, wir dürfen diese Menschen nicht reinlassen, egal ob es mein Leben kostet. Polizisten und Trump-Anhänger starben. Rund 140 Polizisten wurden verletzt, mehrere davon schwer. Der Mann vor mir schlug mir auf den Kopf und riss mir die Gasmaske ab. Wäre ich dort geblieben, hätte ich keinen Sauerstoff mehr gehabt. Oder ich wäre von der Menge mitgerissen worden, wie Fanon. Officer Fanon ist sein Kollege. Das sind die Bilder seiner Bodycam. Der Mob zerrte ihn in die Menge. So viele Menschen, für die ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe, spielen die Geschehnisse herunter. Oder leugnen sie ganz. Dabei bin ich für sie durch die Hölle gegangen. Aber zu viele erzählen mir jetzt, es gäbe gar keine Hölle. Oder dass die Hölle gar nicht so schlimm war. Diese Gleichgültigkeit ist beschämend. Zurück in Montana. Ich habe mit dir gebetet an dem Tag. In Washington? Warst du unten? Als du um Aufmerksamkeit gebeten hast, da waren ja diese Trommler. Da habe ich um Ruhe gebeten für dich. Betest du mit uns? Das ist meine Frau. Hi, na? Herr, wir danken dir für deine Gnade und deine Liebe. Wir danken für die Ehre und das Privileg, am 6. Januar in Washington dabei gewesen zu sein, vereint mit anderen Patrioten. In Jesu Namen beten wir. Amen. Es gab ja ein Video von diesem Tag. Das war im Umlauf, ist jetzt aber weg. Die werden es nie finden. Es war ein fantastischer Tag. Je länger dieser Abend dauert, desto stärker merken wir, was die Zuschauer hier präsentiert bekommen. Verschwörungstheorien, manipulierte Wahlmaschinen, ein mächtiger Jude, der die Welt kontrolliere. Soros besitzt und kontrolliert unzählige Beamte, Professoren, Bürgermeister, Rechtsanwälte, Kongressabgeordnete, Senatoren. Fremde Mächte, die die USA unterwanderten. Die Kommunistische Partei Chinas unterwandert die USA in diesem Jahrhundert. Wir fühlen uns wie in einer Telegram-Gruppe von Verschwörungstheoretikern. Nur in echt. Ich konnte alle Wahlbezirke in Ohio vorhersagen, ohne zu wissen, wer registriert war. Und wir merken, all diese kruden Theorien kommen zu einem Schluss. Donald Trump
habe die Wahl angeblich gar nicht verloren, sondern gewonnen. Wir werden für Sie beten. Danke, Ma'am. Das weiß ich zu schätzen. Was bleibt nach dieser Veranstaltung hängen? Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Auch das, was die wahren Gründer Amerikas getan haben. Sie haben drei Dinge getan. Sie haben ihr Leben geopfert, sie gaben ihr Vermögen auf und sie gaben ihre Ehre auf. Sie waren bereit zu sterben, alles zu verlieren. So geht's mir auch. Ich bin bereit zu sterben. Wir sind schon in einer Art Bürgerkrieg, aber auf eine andere Art, ohne nennenswertes Blutvergießen. Wenn wir wirklich um unser Land und die Freiheit besorgt sind, dann müssen wir, das Volk, uns das wieder zurückholen. Wie können Sie es zurückholen? Auf die gleiche Weise, wie wir es 1776 getan haben. Ich hoffe, es gibt keine bewaffnete Rebellion. Unser Eindruck? Trumps Bewegung ist noch immer im Kampfmodus. Und in dieser Logik sind Angeklagte wie Griffin Helden, gerade weil die Behörden gegen sie ermitteln. Januar 2021. Die Polizei nimmt Griffin fest, nachdem er angedroht hatte, mit Waffen nach Washington zurückzukehren. Sein Prozess soll im März 2022 stattfinden. Ihm droht eine Geld- oder Gefängnisstrafe. Und er ist bei weitem nicht der Einzige im Visier der Ermittler, wie US-Sender eindrücklich vermelden. Die Kriminellen, die das Kapitol überfallen haben, kommen vor Gericht. In Betracht kommen Straftaten wie Hausfriedensbruch, Angriffe auf Polizisten, Diebstahl von Informationen nationaler Sicherheit, Mord. Noch mehr Trump-Fans, die das Kapitol stürmten, sind festgenommen. Rund 100 hören wir. Das FBI hat mehr als 300 festgenommen. Das ist eine der größten Ermittlungen in der Geschichte Amerikas. Mehr als 500 Personen angeklagt. Mehr als 600 angeklagt für die Teilnahme an dem tödlichen Angriff. Die erste Person, die für ihre Rolle verurteilt wurde. Eine Frau aus Indiana muss nicht ins Gefängnis, nachdem sie das US-Kapitol gestürmt hatte. Der Richter verurteilte sie zu 3 Jahren auf Bewährung. Der Richter hat nun Chansley, den QAnon-Schamanen, zu 41 Monaten Gefängnis verurteilt. Jacob Chansley ist das wohl bekannteste Gesicht des Sturms auf das Kapitol. Laut Gericht war er ein Anführer des Mobs und störte im Senat die Bestätigung des Präsidenten, wie Videos eindrücklich belegen. Der Tatverdächtige mit dem Büffelhut macht seine Präsenz bemerkbar. Er schafft es in den Senat und hat die Nerven, sich an den Tisch von Vizepräsident Pence zu setzen. Dieser Typ mit dem Büffelhut, der saß in der Zelle direkt neben mir. Der ist ein bisschen verrückt. Ja, er mag verrückt sein, aber er hätte vielleicht nicht ins Kapitol gehen sollen. Aber er hat nichts Gewalttätiges getan. Er ist seit 9 Monaten in Isolationshaft. Mich hatten sie 9 Tage lang in einer Zelle und ließen mich nicht einmal duschen. 24 Stunden am Tag. Isolationshaft. Der nächste Tag mit Griffin. Eine der Republikanerinnen will ihm Montana zeigen. Sie sind auf einer Bison-Ranch. Wir versuchen endlich mal in Ruhe mit ihm ins Gespräch zu kommen. Glaubt er wirklich an all die Märchen rund um den Kapitolsturm? Fühlt er sich trotz allem im Recht? Ich war Teil eines friedlichen Protests und deshalb fühle ich mich so ungerecht behandelt, wie so viele andere auch. Wir bekommen von Griffin immer wieder die gleichen Sätze zu hören. Aber es passt so gar nicht zu dem, was wir aus unserer Recherche wissen. Laut FBI führten rechtsextreme Milizen den Mob an. Die Proud Boys und die Oath Keepers. Das FBI sagt, deren Mitglieder seien die Verschwörer des Sturms gewesen. Ich kenne sie beide persönlich. Stuart Rhodes, der die Oath Keepers gegründet hat. Und ich kenne Enrique Tarrio. Und ich habe nie etwas an ihnen gesehen, was mich denken lassen würde, dass sie gewalttätig wären. Oder Aufständische, wie die Medien sie nennen.
Die beiden sind Patrioten. Es ist ein seltsames Gefühl. Wir sitzen mit einem im Auto, der sich mit verurteilten Rechtsextremisten solidarisiert. Gleichzeitig gibt er sich uns gegenüber harmlos, ist super freundlich und scherzt die ganze Zeit. Vor laufender Kamera gebissen werden. Ich gebe dir $1, wenn du über sie drüber springst. Schon im nächsten Moment macht Griffin wieder Anspielungen auf einen bewaffneten Umsturz. Ich glaube, dass wir Feinde in unserem Land haben, die sich in unserer Regierung eingenistet haben, die unsere Freiheit angreifen. Wir werden das Recht auf Waffen in unserer Verfassung nicht aufgeben. Wenn wir müssen, werden wir aufstehen und kämpfen. Wie geht's? Bist du Hank? Der bin ich. Hi Hank, ich habe viel von dir gehört. Freut mich. Ich mich auch. Danke für das, was du tust. Griffin und Theresa Manzella treffen auf Hank Munzer. Coy, wie geht's? Auch gegen ihn ermittelt das FBI. Die Vorwürfe sind noch härter. Munzer stürmte in das Kapitol. Später wollen wir ihn darauf ansprechen. Jeden Freitag organisiert Munzer in der Kleinstadt Dillon in Montana einen Autokorso zur Unterstützung von Trump. Startpunkt: Munzers Elektronikgeschäft. Ein Dutzend Autos rollt durch die Stadt. Die Demonstranten wollen sich nicht damit arrangieren, dass Trump verloren hat. Howdy! How y'all doing? Wir haben das Gefühl, Griffin genießt diesen Zuspruch. How y'all doing? Vielleicht lässt er sich gerade deshalb von uns filmen, um zu zeigen, seht her, ich bin gar kein Straftäter, sondern ein gefeierter Held. Umherkutschiert von einer gewählten Senatorin, die wie er Trumps Bewegung bis heute die Treue schwört. Die Liebe für Präsident Trump ist heute so stark wie nie zuvor. Das sieht man hier an der Reaktion der Menschen. Das ist gut so. Hey, wie geht's? Hi, wie geht's? Du weißt schon, dass Biden gewonnen hat. Wirklich? Ist das, was euch die Lügenpresse erzählt hat? Ich kenne die Fakten nicht, aber der Grund, warum ich glaube, dass Donald Trump die Wahl gestohlen wurde, ist, dass ich 2 Jahre lang vor Ort die Kraft hinter den Trump-Kundgebungen gesehen habe. Und bei Joe Biden habe ich nichts gesehen. Und darauf basiert meine Meinung. Ich glaube fest daran, dass die Wahl geklaut wurde. US-Gerichte und Behörden sagen das Gegenteil, wie Nachrichtensender prominent vermelden. Das Justizministerium hat keinen systematischen Wahlbetrug gefunden, der den Ausgang der Wahl verändert hätte. Das ist eine bemerkenswerte Aussage vom Justizminister, einer von Trumps Loyalisten. Die Wahrheit ist, dass Pennsylvania und alle Staaten der Nation faire und sichere Wahlen hatten. Trump hat Georgia verloren. Ich hätte mir seinen Sieg gewünscht, aber meine Aufgabe ist es, für faire und ehrliche Wahlen zu sorgen. Trumps Team hat Dutzende Klagen im ganzen Land eingereicht. Doch Trumps Anwälte hatten vor Gericht keinen Erfolg. Der oberste Gerichtshof wird Trumps letzte Klage gegen die Wahlen nicht annehmen. Mehr als 60 Gerichte haben seine Forderungen zurückgewiesen, darunter mehrere Richter, die der ehemalige Präsident selbst ernannt hat. Wir müssen die Wahrheit sagen, unsere Wahl wurde nicht gestohlen. Gerade wir Republikaner müssen zeigen, dass die große Lüge genau das ist. Eine Lüge. Daraus folgt, dass Biden der nächste Präsident sein wird. Joe Biden ist rechtmäßiger Präsident der Vereinigten Staaten.
Das hat Spaß gemacht. Das ist immer lustig. Das war großartig. Alle hier sind motiviert. Anders als Griffin stürmte Hank Munzer sogar ins Kapitol. Das FBI wirft ihm unter anderem Unruhestiftung vor. Wir sprechen ihn spontan an. Warum sind Sie dahin gegangen? Also Trump hat uns gebeten zu kommen. Also bin ich hingefahren und habe die Reisekosten für ein paar Leute gezahlt, die es sich nicht leisten konnten. Ich hatte keine Ahnung, dass ich später verhaftet werden würde, war mir auch egal. Also bereuen Sie es nicht? Nichts. Ich würde sofort wieder fahren. Eine Veranstaltung nach der anderen. Heute treten die beiden Angeklagten in Dillon auf. Und die Staatsmacht muss irgendwie damit umgehen. Dale? Er ist ein Promi. Nein, ich bin kein Promi. Ah, Cowboys für Trump. Wie geht's? Hey, den Typ kenne ich. Okay, Leute, ich muss aber los. Also, viel Spaß. Viel Spaß, Hank. Na klar, danke. Wir wissen, dass Montana republikanisch geprägt ist. Trump gewann hier mit 57% deutlich. Aber unser Eindruck ist, zu so einem Event kommen die besonders hartgesottenen. Denn heute sollen ausschließlich die Helden des Sturms auf das Kapitol sprechen. Ich bin einfach dankbar, dass ich im Kapitol war. Es war der beste Tag meines Lebens. Munzer führt stolz ein Video vor, das er selbst beim Kapitolsturm gedreht hat. Er behauptet, die Polizisten hätten sie reingelassen, sagt dann aber im nächsten Atemzug: Die Polizisten haben uns mit Pfefferspray bombardiert. Sie haben eine ganze Dose in mein Gesicht gesprüht. Ich habe nicht mal geblinzelt. Ich sagte, wir haben gerade das Kapitol gestürmt. Wir haben es durch Tränengas und Pfefferspray geschafft. Vor den Augen des Bürgermeisters und der Senatorin verbreitet er krude Verschwörungsideologien von QAnon. Sie haben Angst vor QAnon. Eine Bewegung, die glaubt, ein Pädophilennetzwerk würde die Gesellschaft unterwandern und Kinder töten. Selbst er wird hier, wenn auch zögerlich, beklatscht. Auch sein Prozess soll im nächsten Jahr stattfinden. Ich mach die fertig. Und wenn wir das komplette FBI, ja, die komplette Regierung stürzen müssen, ich glaube, das Militär wird für uns kämpfen, wenn wir das Volk aufbegehren. J mit J oder G? J, okay. Wir wissen aus Umfragen, dass es immer weniger Republikaner wichtig finden, dass die Kapitolstürmer überhaupt strafverfolgt werden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der rechte Flügel der Republikaner selbst auf Bundesebene den Sturm aufs Kapitol ungeniert umdichtet. Die Behörden schikanieren friedliche Patrioten. Die Menschen, die am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben, werden misshandelt. Einige werden sogar 23 Stunden täglich in Einzelhaft gehalten. Es war kein Aufstand. Wenn man nicht wüsste, dass diese Videos vom 6. Januar stammen, könnte man meinen, es war ein ganz normaler Touristenbesuch. Es war eine liebevolle Menschenmenge. Mir haben das so viele Menschen erzählt. Das war eine friedliche Menge. Für mich ist der 6. Januar ein Ehrenabzeichen. Das macht die Linken verrückt, wenn ich sage, dass ich stolz darauf bin, dass ich beim Kapitol dabei war. Wir müssen jetzt so stark sein wie noch nie zuvor. Wir müssen beten und auf Gott vertrauen. 3 Tage haben wir in einer Parallelwelt verbracht. Haben erlebt, wie Trumps Unterstützer den Sturm aufs Kapitol umdeuten und politisch instrumentalisieren. Wohin Trumps Bewegung steuert, wissen wir nicht. Aber wir haben gelernt, dass seine radikalsten Anhänger zu fast allem bereit scheinen, um den Ex-Präsidenten wieder ins Weiße Haus zu bringen.